Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Stationeer. Willkommen auf dem Mars. Ich bin Gairon. Nicht lange diskutieren. Wir haben das Stromproblem, haben wir beim letzten Mal festgestellt. Wir brauchen einen Generator. So, wie folgt. Der Plan sieht so aus, dass ich hier einen kleinen Raum anbaue, den ich runterkühlen kann, in dem dann der Treibstoffgenerator hinkommt. Aber um den Raum auch wirklich runterzukühlen, müssen wir eine etwas bessere Kühlanlage aufbauen. Da reicht die Passivkühlung, die wir hier haben, leider nicht mehr. Die ist zu träge. Deswegen habe ich gedacht, ich beende hier oben mal die Räume, so wie sie vor Anfang an geplant waren. Ich habe auch schon einiges an Baumaterialien vorbereitet. Wir schließen hier mal die Wände, soweit es geht. Hier muss ich aber noch einen Durchgang offen lassen. Das kann ich danach noch mal kurz rausreißen. So. Machen wir hier unseren Kühlraum. Einmal so. Dann kommt hier noch eine Decke drauf. Und da nehmen wir die gepanzerte Flach. Die ist schon eingestellt. Wunderbar. Fragt ihr euch sicher, ja, aber wenn ich hier alles zubaue, kann das ja nicht mehr mit der Außenluft kühlen. Ich baue das hier nicht alles zu. Ich lasse das hier nach vorne offen. Aber es soll optisch doch nach einer Kühlung aussehen, nach einer Lüftung oder ähnliches. Ah, da brauchen wir noch mehr. Wir sind die Decken ausgegangen. Vielleicht habe ich sogar zu wenig Deckenplatten gemacht, wenn ich das drüben auch noch abdichten muss. Aber das sehen wir dann später. Jetzt beenden wir das hier erst einmal. Schließen hier die Decke ab. So, na, dann nehmen wir Bodenplatten und platzieren die. Muss ich kurz anschauen, welches Design nehme ich denn da jetzt? Dann nehme ich dieses Design. Aber am liebsten nach oben gedreht, genauso horizontal. So. Wo ist jetzt der Bauplan hin? Jetzt. Wir nehmen diese horizontal, dann sieht es hier nach einer Lüftung aus. Dann ist es zumindest optisch schon so, als ob hier wirklich eine Wand wäre oder eine Lüftung installiert wäre. Benötigt zwei Kunststoffplatten. So, das schließen wir hier auch. Den lasse ich noch, da muss ich danach noch kurz durchlaufen können. Reißen wir die hier schon mal raus, wollte ich sagen. Rausreißen wollte ich, nicht aufbauen. Wo ist angefangen? Das Deck erst hier. So, da fehlt noch Decke. Da habe ich die Decke noch gar nicht fertig geschlossen. Da wollte ich jetzt nicht rausreißen. Junge, Junge. Einmal mit Profis. Echt. Da stimmt jetzt das Deckendesign nicht. Irgendwas habe ich hier falsch eingestellt. Nochmal rausreißen. Ah, da sind jetzt große Platten vorgewählt gewesen, nicht mehr die gepanzert. So, jetzt aber. Ich drehe hier gleich durch. Ist sie falsch rumgedreht. Wo haben wir den Schraubenschlüssel? Nein, die Schleifmaschine brauche ich hier wieder. Brauchen wir hier gepanzert?
Wieso nimmst du denn jetzt nicht mehr nach oben? Ich glaube, das ist wieder falsch rumgedreht. Ne, so passt. Gut. Wenigstens etwas. Hier ist schon mal dicht. Dann hier möchte ich einen kleinen Raum bauen, wo die ganzen Abgase rausgeblasen werden. Also hier kommt kalte Luft von außen rein. Hier wird es passiv gekühlt und an die Decke kommen Ventilatoren. Und hier geht dann die heiße Luft wieder nach draußen. Da habe ich mir gedacht, wenn hier so oder so immer wieder ein Luftzug entsteht, kann man ja auch einmal den Turbinengenerator ausprobieren. Den habe ich bisher auch noch nie gebaut. Wenn hier immer wieder Luftzug entsteht, könnte der ja auch noch passiv ein klein wenig Strom erzeugen, wenn wir eh schon Luft wegblasen. Gut, der muss nicht angesteuert werden. Da brauchen wir dann ein gelbes Kabel, das bis nach vorne geht zu den Solaranlagen. Jetzt erst einmal diesen Raum hier zu Ende bauen. Vorne haben wir schon Wände platziert. Die schließen wir erst einmal kurz ab. Dann kommt hier auch die Decke platziert. Hier nehmen wir auch die gepanzerten Platten. Ah, die reichen jetzt nicht so, wie ich das wollte. Ich wollte die eigentlich auch noch am Boden platzieren, dass wir da problemlos drauf bauen können. Weil die Fenster nach oben, die brauchen wir jetzt hier nicht mehr. Gut, dann machen wir das so, dass ich danach noch Bodenruste herstelle. Jetzt brauche ich erstmal noch Stahlplatten, um das Ganze abzuschließen. So. Das geht schon ziemlich schnell so. Gut, das wäre jetzt abgeschlossen. Dann schließen wir hier noch den Durchgang. Dann wird das hier nämlich auch ganz dicht. So lang. Dann noch eine Kunststoffplatte, eine oder zwei. Ich glaube, zwei waren das hier. Tipptopp. Das Grundgerüst steht schon mal. Oder beinahe. Da drüben fehlt jetzt noch eine Tür. Zwar kommt die Tür, ich denke mal hier in die Ecke machen wir die Tür. Wir brauchen das Stemmeisen. Dann brauchen wir den Winkelschleifer. So. Dann kommt hier jetzt eine Tür hin. Und zwar mit den Anschlüssen gegen außen. Da kann ich keine Tür bauen. Ah, das ist eine Glastür, da kann ich gar nicht bauen wegen dem Rohr. Die normale Verbundtür müsste aber gehen. Genau, die Verbundtür kann man hier platzieren. Wir brauchen das Schweißgerät. Ich schweiß schon mal die Tür zu Ende, soweit es geht. Ich habe wie immer keine Glasscheiben dabei. Das macht hier nichts. Hier kann man schon mal rein. Diesen Raum werde ich nicht aktiv kühlen.
Hier werde ich wie im unteren Stockwerk, jetzt habe ich einen passiven Lüfter zu wenig, wie im unteren Stockwerk schon den Solarraum, werde ich den einfach mit zwei passiven Lüftern miteinander verbinden und so passiv belüften. Wo haben wir denn die passiven Lüfter? Haben wir die hier. Eisenplatten brauche ich nichts mehr, die können da rein. Wir haben noch Rohre, jawohl. Hunger kritisch, gut. Hier bauen wir gleich die passive Belüftung mit ein. Das sind einmal zwei Rohre, die verbinden wir mit einem. Zweimal zwei Lüfter, die verbinden wir mit einem Rohr. Dann ist egal, ob die Tür hier offen oder zu ist, ist der Raum klimatisiert durch den Gang. Vielleicht nicht perfekt, aber das reicht mehr her. So, dann in diesem Raum wollen wir die kalte Luft zwischenspeichern und mit Wärmetauschern an die verschiedenen Leitungen abgeben können. Das heißt, hier brauchen wir einen isolierten Tank. Den bauen wir irgendwo an die Decke. Hier baue ich alles an die Decke, weil wir die am Boden schon Stromleitungen haben. Und zwar bauen wir den hier hinten mal auf mit dem Rohranschluss gegen vorne am besten. Dann ist der Datenport auf der rechten Seite. Da geht noch kein Kabel lang, das würde also passen. Jetzt hat es mir den wieder gedreht. In der Zeit, in der ich das überprüft habe, hat es den wieder gedreht. Also noch einmal, Rohranschluss gegen vorne. Doch, das passt doch. Ah, dann sieht man das Rohr hier einfach nicht, weil es unter der Abdeckung ist. Na klar, jetzt ist er nicht schön zentriert. Jetzt ist er mittig, jetzt passt's gut. Hier wird die kalte Luft gespeichert. Jetzt müssen wir die kalte Luft noch hier hineinführen. Und dazu müssen wir wieder rüber in den anderen Raum. Da brauchen wir jetzt aktive Ventilatoren. Und jetzt, wie platziere ich die am besten? Ich denke mal, so immer schön mittig. Einmal 5. Hinten nochmal 5. So, und jetzt habe ich zu wenig mitgebracht. Da könnte man noch eine Reihe machen. Also hole ich nochmal 10. Damit da auch anständig Gas angesogen werden kann. Die Frage ist natürlich nur, kommt auch genügend Gas von außen so hineingezogen? Aber ich denke, das müsste passen. Die Treppe ist hier. Ich musste hier Geländer bauen. Beim letzten Video, etwa 10 Sekunden nach dem letzten Video beendet wurde, habe ich es geschafft, von ganz oben hinunter in den Keller zu stürzen. Ich habe mich da einfach nur falsch orientiert. Ich war mir gewohnt, hier geht man um die Ecke und dann kommt hier die Treppe. Und ich kam auf diesem Stockwerk, ging hier um die Ecke und da kam eben keine Treppe. Na, der Rest könnt ihr euch denken. Ich habe keinen Strom, ich habe kein Essen, ich habe Durst. Gut, das machen wir das nächste Mal, wenn wir unten sind, gleich.
für den Strom reicht jetzt einfach noch so einen kleinen Moment. 3%, ja. Sonst wird es hier gleich dunkel. Die Lüftung möchte ich jetzt noch kurz platzieren. Hier kommt der Strom in die Mitte. Jawohl. Kommt die so gedreht. Hier, das ist aber schräg. Das ist nicht schön. Und baut es genau gleich wieder auf, wie er es abgemontiert hat. Ja, schmeiß weg. Braucht sie. Braucht ja niemand mehr. Oh. Und hier hinten noch einmal. Die zwei sind jetzt falsch rum. Hat es mir den Bauplan gedreht. Ah! Was baue ich denn hier? So rumgedreht. Jetzt passt. Die haben den Schalter alle gleich. Das war das Ende mit dem Licht. Was wir bauen mussten, da innen haben wir jetzt auch innen gebaut. Das können wir auch vom Dach aus bauen. So, da. Erstmal was zu essen organisieren. Ich wollte gerade sagen, wo bleibt das Licht? Hier hat es einfach nicht mehr Licht. So, einmal essen, einmal trinken. Einmal atembare Energie. Und dann brauchen wir Stromkabel. Nehmen wir alle mit, die wir hier haben. Dann brauchen wir gelbe Farbe. Jetzt wird es hier langsam voll. Im Rucksack hat es noch Platz. Und die Kabel da oben, die machen wir die. Die könnte man, die sollte man, die machen wir mal schwarz. Nein, 180 Kabel. Die reichen trotzdem nicht. Ich muss noch ein paar Kabel herstellen. Ich glaube nicht, dass die reichen. So, druck du noch ein paar Kabel. Kabel kann man immer gut gebrauchen. So, jetzt muss hier mal der Boden kurz raus. Ich muss sehen, wo die Kabel da lang gehen. Wo man da lang könnte. Da gehen wir gleich hier mittig über die neuen Fundamente vom letzten Mal. Oder vorletzten Mal. Dann brauchen wir den Kabelschneider. Wir brauchen gelbe Kabel. Gelbe Kabel sind bei mir immer Stromzufuhr. Und weiß ist bei mir immer Hauptstromverteilung. Und die restlichen Farben nehme ich je nach Raum einfach unterschiedlich, da spielt es mir da keine Rolle. Aber weiß und gelb ist bei mir immer vorgegeben. So, hier
einmal komplett durch. Dann müssen wir schauen, dass wir hier irgendwo nach oben gelangen. Am besten hier über den Durchgang. Jetzt muss ich aufpassen. Da wird es nirgends gelb, da geht keine Leitung durch. Dann können wir hier mit dem Strom nach oben. Der müsste eigentlich erst hier nach oben. Ja, nehmen wir das hier nochmal weg. Jetzt sind wir zu weit vorne. Ich gehe hier aber mit Absicht auf den Fundamenten und nicht direkt an der Hauskante, dass wir davon innen besser bauen können, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir einen Kurzschluss verursachen. Das war eins zu viel. Ich habe kein Kabel mehr. Müssen wir noch weiter nach vorne. Hier können wir dann, glaube ich, nach oben. Da kommen wir nicht durch. Geht das hier am Rande? Was auch noch richtig rumgedreht haben. Hier am Rand geht es. Dann wären wir mit dem Stromanschluss auch schon im Nebenraum, wo dann der Dieselgenerator hinkommt. So. Hauptanschluss ist gelegt. Dann brauchen wir hier oben dann Strom. Und zwar kommen wir dann hier der Wand entlang mit dem weißen Kabel von drinnen. Hier wird dann ein Stromverteiler, wie sagt man schon wieder, eine Notstromversorgung. Ersatzstromversorgung, jetzt habe ich das Wort, wird hier dann aufgebaut, der uns diese Lüfter alle gleichzeitig ein- und ausschalten kann. Machen wir hier also mal schwarze Kabel. Dann machen wir so. Jetzt sind die Kabel ausgegangen und ich habe wieder kein Ersatzkabel zurückgelegt, um einzufärben. So. Ich weiß, ihr denkt jetzt bestimmt, ja, hat doch sonst schon zu wenig Strom und dann so viele Lüfter. Aber ich denke, dann geht das einfach ein bisschen schneller mit Tanks befüllen. Wenn es da ein Lüfter eine Stunde läuft oder 10 Lüfter eine Minute, schlussendlich, das Volumen bleibt ja gleich. Das Volumen, das angesogen werden muss, bleibt gleich. Voilà. Gehen wir hier noch Abzweiger. Können wir hier schon mal verlegen. Gehen wir dann langsam wieder die Kabel aus. Gleich haben wir es geschafft mit dem Lüfter. Das ist eins zu viel. Ist nicht schön. Na, passt schon.
er hier durch zu wenig Ansaugung bekommt, könnte man das dann ja auch immer noch gleich auf diese Seite auch noch bauen. Dann sieht man zwar die Rohre wieder, aber zumindest gehen würde es. Vor allem sieht man von außen. Eigentlich wollte ich die Lüftungsgitter von außen montieren. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob der hier überhaupt so funktioniert, wie ich mir das so vorstelle. Es ist einfach, wenn Luft durchfließt, dass der sich dreht und Luft Strom produziert. Ich habe den noch nie gebaut, noch nie ausprobiert. Dachte, das ist hier die Gelegenheit, um das einmal zu versuchen. Rohrzange für alle Fälle. Alle verbraucht. Dann reichen die 20, die ich da hergestellt habe, reichen wohl nicht aus. Müssen wir danach noch etwas Nachschub holen. So. Dann noch so rum verbinden. Jetzt müssen wir schauen, wir müssen hier dann angeschlossen kommen. Geht das da lang. Jetzt sind sie ausgegangen. Gut. Wir holen uns noch ein paar Rohre Nachschub und bauen die Rohre noch zu Ende. Und den Rest machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal. Hier sind wir ein paar Kabel, wir haben wieder Nachschub. Braucht es auch dringend. Wir haben die Kabel fast alle aufgebraucht. Wenigstens habe ich diesmal gut vorbereitet, was Teile anbelangt. Wir müssen fast keine Zeit verschwenden mit rumsitzen und warten, bis etwas gedruckt ist. Aber da gewöhnt euch nicht daran. Das mache ich nicht jedes Mal. Hat sich nur gerade so ergeben. So, dann kommt hier noch der Anschluss danach drüber. Die ganzen Rohre werden hier miteinander verbunden. Und die werden hier auch noch miteinander verbunden. Und zwar hier abzweigend. Ah, komm. So. Und hier drüben kommt die Abluft hin. Da gehen jetzt wieder die Rohre aus. Ja, da habe ich noch ein paar. Da müssen wir Platz lassen für ein Ventil. Und hier kommt der passive Ventilator von innen daran. Was ist denn das hier für ein Ventilator? Ah, von der Luftschleuse. Der ist von der Luftschleuse. Gut, 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 gut. Hier kommt von innen noch ein passiver Vent ran. Und dann denke ich, war's das. Ich baue die hier noch mal ganz kurz zu, bevor hier ein Sturm kommt, sonst sind sie weg. So, voilà. Druck
wird aufgebaut. Rein damit. Ach, mach auf. Das reicht. Ja, und dann denke ich, werde ich am Ende dieser Folge noch anfangen, die Außenfassade zu verkleiden, wenn ich noch so viele Wände übrig habe. So, hier kommt der passive Wind hin, hier kommt dann eine Wand dazwischen. Sobald wir auch den passiven Wind von drüben eingebaut haben, den könnten wir eigentlich hier schon platzieren. Dann kann man diesen Raum hier schon zu Ende bauen. Hier brauchen wir nochmal gelbe Kabel. Und dann muss ich sehen, wo hier... Nein, nicht ansprayen. Rausreißen wollte ich das. Stromanschluss ist links. Alles klar. Jetzt hängen wir hier noch kurz am Strom an. Den Kabelschneider. Ist mal wieder im falschen Inventarslot. So, einmal hier rüber. Nee. Datenport muss ich nicht anschließen. Hier rüber. Dann die Bodenplatte halt wieder montieren. Wenn es jetzt halt gelb ist, dann kann man ja... Jetzt habe ich die Spraydose eingebaut. Dann kann man ja die andere Bodenplatte auch gelb ansprayen, wollte ich gerade sagen. Was das bringen soll, weiß ich nicht, weil ich mache jetzt hier eh zu. Das sieht man dann nicht mehr. Aber dann ist es wenigstens einheitlich. Ja? Hier kommt eine Wand hin. Machen wir mal diese Wände hier. Und die versiegeln wir auch gleich. Da müssen wir jetzt nicht mehr rein. So. Das passt. Das war's. Ich denke, soweit so gut. Ich hätte die Bodenplatten auch gleich hier hinlegen können, weil da fehlen noch zwei. Aber jetzt sind sie schon eingebaut. Das reicht sich jetzt nicht mehr auf, nur wegen zwei Bodenplatten. Ja, soweit haben wir es geschafft. Der Rest machen wir beim nächsten Mal oder zumindest soweit wir dann da kommen. Dann danke ich, dass ihr da wart. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.